Leute und willkommen bei Me Improved. Heute geht es um eine kleine Anekdote als Beispiel dafür, wie man mit Verletzungen umgehen kann. Verletzungen sind keine Sache, auf die man hundertprozentig vermeiden kann. Verletzungen sind Dinge, die passieren. Deswegen sollte man lieber auch wissen, wie man damit umgeht. Und als Beispiel habe ich jetzt eine Rückenverletzung von mir genommen, die ich eben auf eine bestimmte Art und Weise auch behandelt habe, sodass sie relativ schnell auch wegging. Ich bin vom dritten Stock in den vierten umgezogen, also nach hier hin. Und das müsste jetzt ungefähr anderthalb Jahre ungefähr her sein. Und das war natürlich relativ anstrengend, also immer von dem dritten Stock runter, in den vierten Stock hoch. Und bin zu der Zeit auch für mich ungewöhnlich viel Fahrrad gefahren, was bei mir, also damals, jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr, durch diese vorgebeugte Haltung dann auch beim Rennrad meinen Rücken relativ ermüdet hat, weil ich immer durch das Heben und durch das Sitzen in so einer sehr gestreckten Position dann eben stark war. Und sobald ich auch hier in der krummen Lendenwirbelsäule Kraft ausüben musste oder Haltarbeit haben musste, wurde mein Rücken relativ schnell müde. Der Umzug ging relativ lang, weil mein Mitbewohner und ich uns wirklich überhaupt keine Mühe gegeben haben, den zu organisieren. Und das war auf jeden Fall sehr anstrengend, sagen wir mal so. Und natürlich auch mal in den vierten Stock, also gibt hier natürlich keinen Fahrstuhl. Und dann habe ich so irgendwann nach dem Umzug, also es ging irgendwie ein paar Tage, wie wir es dann aufgeteilt hatten, und habe ich eben Kreuzheben gemacht. Zuerst habe ich noch eine Waschmaschine, also unsere Waschmaschine hier in den vierten Stock geschleppt. Mehr oder weniger alleine, also ich hatte natürlich eine Sackkarre, aber immer quasi aus der maximal gebeugten Position, dann immer irgendwie dann so Stufe für Stufe dann eben nach oben. Also nein, ich habe die nicht so jongliert oder was auch immer. Und bin dann mit dem Fahrrad, müder Rücken, das heißt immer noch in dieser komischen Position, bin ich dann eben zum Training gefahren und habe dann Kreuzheben gemacht. Und so nach dem dritten Satz habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Also ich konnte mich, wurde immer unbeweglicher und so, und der vierte Satz, der wurde dann noch schlechter, also es ging von Satz zu Satz schlechter, und habe ich das Training da abgebrochen. Und ich glaube nicht das ganze Training, also ich war dann ein bisschen unvernünftig und habe dann noch, ich glaube, Klimmzüge oder sowas gemacht. Und vielleicht noch nicht, keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann am Abend gemerkt, wie es halt immer schwerer wurde, bis ich mich, sagen wir, das ist der normale Stand, ungefähr so nach vorne bewegen konnte. Also ich konnte mich quasi überhaupt nicht mehr nach vorne bewegen. Weil der Schmerz einfach zu groß war, und konnte mich dann eben nicht bewegen. Und das Witzige war, ich musste dann ein Fitnessstudio öffnen, dann am folgenden Samstag, also am Donnerstag war eben das mit dem Kreuzheben, und ich konnte mich quasi gar nicht bewegen. Das waren um die 20 Laufbänder, die ich da eben anmachen musste, das heißt ganz unten den Netzschalter tätigen. Das heißt, ich bin ganz, soweit ich konnte, in den Spagat, habe dann mehr oder weniger ganz aufrechte Sumo-Heben so von der Bewegung gemacht und habe dann irgendwie so, gerade so, das Ding irgendwie geschafft. Und habe dann irgendwie den Tag auch dann irgendwie überwunden. Und dann hatte ich eben die Misere. Mein Rücken war im Arsch. Was ist zu tun? Und das Allerwichtigste ist, schmerzfreie Bewegung zu machen. Das heißt, ich bin viel rumgelatscht. Ich habe immer natürlich meine Zwischenroutinen gemacht, nur eben abgespeckt. Das heißt, ich habe versucht, also Drehbewegungen gingen. Das heißt, ich habe relativ viele Drehbewegungen dann auch gemacht. Also das ist jetzt übrigens auch keine Anleitung, wie ihr das machen solltet. Dafür braucht man ein einigermaßen gut ausgeprägtes Körpergefühl, und man muss seinen Körper da auch verstehen, also welche Signale er denn ihm gibt. Und habe dann sofort wieder mit Dingen angefangen. Das ist jetzt die Gemeinsamkeit. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wie ich meine fast abgerissene Wade rehabilitiert habe. Es geht darum, bei der richtigen Regeneration, bei der richtigen Rehabilitation von Verletzungen, so schnell wie möglich Bewegung in das Gewebe zu bringen. Und wenn nötig auch, oder wenn es halt gar nicht geht, einfach anderes Ding. Also wenn man sich zum Beispiel irgendwie den Fuß verletzt oder so, dann sollte man unbedingt auch noch weiter irgendwie den Oberkörper trainieren und in Bewegung halten. Und jetzt klemme ich hier fest. So. Und dann habe ich eben
das weiter angefangen mit Kreuzheben, nur mit dem Körpergewicht. Das heißt, ich bin immer quasi an den Punkt, wo es gar nicht ging, und habe dann so meine Wiederholung gemacht und habe dann ganz allmählich angefangen, die Bewegungsreichweite zu erhöhen, ganz gemäß meiner Kraft, aber eben sofort. Dann gilt es natürlich, irgendwann wieder ins Training einzusteigen, also wenn man so in Alltagsbewegungen einigermaßen schmerzfrei ist. Also ich bin da eine Spur wahrscheinlich zu früh eingestiegen, also es ist gut gegangen, aber ich war noch nicht ganz schmerzfrei und habe dann eben im Kreuzheben angefangen. Zu dem Zeitpunkt war mein Maximum, glaube ich, 220 oder 225 Kilo, also beim normalen Kreuzheben. Und habe dann eben mit angefangen, habe ich mit 60 Kilo und bin dann in der nächsten Woche nicht auf 100 Kilo hochgegangen. Also 60 Kilo waren super, super, super leicht und ich hatte dabei auch überhaupt keine Probleme. Hinterher so ein bisschen, aber währenddessen gar nicht, ne? Also nur damit ihr jetzt einmal so in der Perspektive habt, also wie langsam ich da auch vorgegangen bin. Bei der nächsten Trainingseinheit bin ich auf 80 Kilo hochgegangen. Das heißt, ich hab mich in 20 Kilo Schritten bis 140 gesteigert, das heißt 60, 80, 100, 120, 140, das heißt 5 Wochen und zu dem Zeitpunkt hätte ich wahrscheinlich von der Kraft her schon längst wieder 200 Kilo heben können. Aber das Wichtige ist dann eben, dass ihr sehr, sehr, sehr langsam steigert, weil das gibt euch die Gelegenheit, immer wieder Feintuning zu machen, also zu gucken, wie weit könnt ihr gehen und was könnt ihr da eben machen. Bei Kniebeugen ging es genauso. Also ich hatte da überhaupt keine Schmerzen und hatte überhaupt keine Probleme, keine Kraft. Und ich habe da genauso mit 60 Kilo angefangen und habe mich dann auch entsprechend da gesteigert. Und bei allen anderen Übungen dann eben auch. Das heißt, wenn ihr selber Sport macht und euch verletzt, fangt sehr langsam an und steigert euch dann von Mal zu Mal. Also, und da ist auch natürlich der Vorteil einer sehr hohen Trainingsfrequenz, wenn man nur dreimal die Woche trainiert, dann kann man sich nur dreimal die Woche steigern. Trainiert man aber dagegen zehnmal pro Woche, kann man sich zehnmal pro Woche steigern. Das war auch das, wie ich das zum Beispiel mit meiner Wade eben gemacht habe. Ich habe nicht so wie andere Leute, und das meine ich auch wirklich dann als Kritik, ich hab nicht gesagt, okay, ich mache Physio dreimal die Woche und das war's, sondern ich habe 5 bis 10 Mal die Woche habe ich meine Übung gemacht, 5 bis 10 Mal pro Tag habe ich meine Übung gemacht. Ich bin sofort rumgelatscht. Also ich habe mich sofort und permanent auch darum gekümmert. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Sascha, ja, du hast natürlich mehr Zeit und ich habe irgendwie so einen Job mit Schichtdienst und ich werde hier gefesselt an meinen Schreibtisch und so. Es gibt immer einen Weg. Man kann sich den Wecker zum Beispiel oder jetzt im Falle der Wade, kann man sich, also ich habe mir den Wecker so oder so gestellt, also wegen meiner Zwischenroutinen, aber man kann sagen, okay, alle halbe Stunde macht man unterm Tisch irgendwas. Man kann auch sagen, wenn man eine Rückenverletzung hat, kann man sagen, okay, alle halbe Stunde stehe ich auf, ne, und bewege mich irgendwie durch. Das kriegt man in fast jedem Job irgendwie auch während des Berufs einfach hin. Und das soll ich einmal wieder nur demonstrieren, also dass auch eine Rückenverletzung relativ schnell dann wieder weggehen kann. Also ich habe 1 bis 2 Wochen und habe da natürlich, ich habe den Vorteil, dass ich einen relativ starken Rückenstrecker bin. Dazu auch dann übrigens nächste Woche ein Video habe ich geplant, wie man eben also die sehr starke Rückenstrecker aufbauen kann, um also nicht nur einfach nur um stark im Kreuzheben zu sein, das ist nur ein Zeichen dafür, dass der Rückenstrecker stark ist, sondern um einen wirklich, wie sagt man, Bulletproof Rückenstrecker eben zu haben. Also das heißt, meine Anfangszeit ging natürlich schneller, aber ich habe 4-mal die Woche Krafttraining gemacht für den Rücken. Also ich habe dann, wenn man so will, nur Reha-Training während der Zeit gemacht. Und habe dann aber auch wieder hier 5 bis 20 Mal am Tag leichtes Kreuzheben gemacht, durchmobilisiert, gedehnt und all solche Sachen. Das heißt, wie war der Verlauf? Ich habe mich verletzt. Ich habe weiter Alltagsbewegungen gemacht. Ich habe angefangen, mich neu zu mobilisieren. Das heißt, meine Beweglichkeit, also jetzt ist meine Beweglichkeit wieder relativ groß. Ich kann es jetzt hier nicht vormachen, aber ich mobilisiere jetzt auch meinen Rücken, aber eben noch mit anderen Lasten und anderen Übungen. Da habe ich eben angefangen, nur so zu machen. Oder im Sitzen habe ich versucht, mich krumm zu machen und wieder gerade zu machen. Ganz langsam. Mehr habe ich da nicht gemacht. Und das war das, wie ich daneben angefangen habe. Ja, vielen Dank.
Und dann habe ich eben die Anschlussphase. Sagen wir mal, das war jetzt, also eine Physio ist normalerweise da vorgestellt, da geht es um Schmerzfreiheit. Ich habe quasi mit Reha angefangen und dann habe ich aber auch mit Training angefangen. Und das ist nämlich auch das, was ich in der vergangenen Woche auch sagte, weshalb es so wichtig ist, eine deutlich überdurchschnittliche Fitness zu machen. Weil wenn wir ehrlich sind, die wenigsten Leute können über 200 Kilo heben. Aber weil ich zu dem Zeitpunkt schon über 200 Kilo heben konnte, also jetzt ohne angeben zu wollen, also ihr wisst schon, das ist jetzt einfach nur einmal zur Demonstration von den Zahlen, ne, damit ihr wisst, wie langsam es war, weil ich eben da relativ schon stark war, konnte ich auch mich relativ schnell oder sehr schnell von diesem Problem erholen. Das heißt, das Prinzip wäre das gleiche, wenn man weniger stark ist und weniger gut ausgeprägte Rückenmuskulatur hat. Aber ich konnte mich viel, viel, viel schneller von sowas erholen. Und ich habe überhaupt keine Probleme, keine Einschränkungen. Ich merke es überhaupt nicht mehr, dass ich irgendwas mal mit dem Rücken hatte im ganzen Leben. Also ich habe nicht mal, wenn ich halt lange sitze oder so, habe ich nicht mal einen steifen Rücken. Also meine Knie werden steif, aber das ist mit dem Rücken überhaupt nicht so. Das jetzt einmal so eine kleine Anekdote zum Thema Verletzung, falls ihr Fragen dazu habt. Ihr könnt mich auch mal anschreiben oder was auch spezifische Verletzungen angeht. Ich kann da natürlich wahrscheinlich nicht allzu ins Detail gehen, also weil ich dann einfach mich nicht so 100% mit dem in der individuellen Verletzung irgendwie beschäftige. Aber vielleicht kann ich da immer einen kleinen Tipp geben oder so. Ne? Auf jeden Fall benutzt die Kommentarfunktion. Ich freue mich sehr über Likes und ganz anderen Social Media Kram. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.